Hallo, heute schauen wir einfach, was denkt und fühlt dein Seelenpartner und was ist sein möglich nächster Schritt. Konzentriere dich auf deinen Seelenpartner und sende mir deine Gedanken zu. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Ja, schön, dass ihr da seid. Wundervoll. Und ja, was sind so seine Gefühle? Seine Gefühle, seine Gefühle. Da kommt auch schon die Treue wundervoll. Und wir schauen jetzt, wie das jetzt hier auch weitergeht mit euch. Und was ist der nächste mögliche Schritt von ihm? So, was ist sein nächster möglicher Schritt von ihm? So, konzentriere dich. So. So, es sind gute Aussichten. Heute sind es wirklich gute Aussichten, denn schau mal, also es geht hier wirklich um die Sonne. Die Sonne steht wirklich für die Gefühle. Die Sonne steht für Erfüllung, für Wunscherfüllung, für Wärme, für, ja, für Ruhe, für Gelassenheit, für all diese positive, tragende, nährende Gefühle, eine gute Eigenschaft. Also auf der Kopfebene geht es wirklich darum, er denkt und er denkt im Geheimen. Also er macht ein großes Geheimnis darum. Natürlich geht es hier um die leidenschaftliche und schnelle Entwicklung. Also er würde sich wünschen, dass es schnell in der Tiefe geht mit euch. Also das wäre so sein innigster Wunsch. Und es geht auch Stück weit wirklich darum, es geht auch Stück weit wirklich darum, wie ich das jetzt auch sehe, dass also hier die Treue sehe ich schon. Also die Treue ist da und es geht auch Stück weit darum, dass es immer schon da war. Er fühlt auch diese Treue in seinem Herzen seit eh und je. Er möchte aber trotzdem also nichts übersehen. Also ich sehe hier wirklich die Lupe symbolisiert auch wirklich, dass er genau hinschaut, dass er bestimmte Dinge nochmal anschaut, dass er nochmal unter die Lupe nimmt, dass er was beobachtet, seine Gefühle reflektiert, beobachtet und so weiter. Es geht auch um dieses Erkenntnis, um dieses tiefe innere Wissen bei ihm. Also er fühlt das so im Herzen und wie geht es weiter? Es geht hier weiter mit dir. Denn auch wirklich, es geht um das vergangene Leben, es geht um euren Seelenplan, um eure Seelenverbindung, es geht auch wirklich um diesen Seelenband, was euch verbindet, was man auch wirklich niemals durchtrennen kann. Und wenn man da natürlich auch eine gemeinsame Aufgabe hat, kann man das auch nicht lösen. Und es geht hier wirklich um angekommen sein. Also mit dir angekommen sein. Wir fragen natürlich hier die Karten Elfen öffnen Herzen von Claudia Knüppel. So, wir fragen einfach, ja, was sagen denn die Elfen für ihn? Also eine Karte ist gefallen und zwar in jede Blüte träumt Gott einen wunderschönen Traum. Lass auch du deine Träume blühen und in der Ruhe liegt der Kraft. Das ist jetzt zum Beispiel für deinen Seelenpartner schon eine super Botschaft und jetzt natürlich auch das Orakel der indischen Götter. Und das ist ja eine allgemeine Energie, das ist ja eine allgemeine kollektive Legung und natürlich ich spüre das, was ihr mir zuschickt und ich nehme die Energien wahr. So, für den Seelenpartner kommt auch hier der Respekt. Respekt, ich schenke der Welt das Feuer meines Herzens, ja. Also, und es geht auch darum, wir fragen auch für ihn nochmal um eine Engelbegleitung. Um eine Engelbegleitung natürlich aus diesem wunderschönen Reka deckt. Wenn dir die Karten gefallen, kannst du sie natürlich auch käuflich bei mir erwerben. Und wir fragen jetzt um eine Botschaft für ihn. So, der Engel der Weisheit begleitet ihn. Deine innere Weisheit wohnt in deiner Seele. Lausche auf deine innere Stimme und lebe bewusst deine liebevollen Werte. Betrachte dein Leben aus der Perspektive deiner Weisheit.
Und natürlich, weil der Seelenpartner jetzt halt nicht da ist, möchte ich für dich auch eine Engelbotschaft ziehen. So, für dich kommt der Engel der Fantasie. Bringe deine Kreativität zum Ausdruck. Lass dich inspirieren und lebe schöpferisch. Probiere alles aus und kreiere Neues mit Hilfe von Freude und Fantasie. Und natürlich wirst du auch noch eine zusätzliche Botschaft aus diesen schönen, wundervollen, bunten Karten von mir erhalten. So, und die Karte für dich ist die Ruhe. 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 Also ich bin die Ruhe selbst und im Bewusstsein meiner inneren Ruhe erlebe ich die Macht der Stille. Ruhe ist das Machtwort, das dich mit deiner wesentlichen Stille in Kontakt bringt. In der Ruhe liegt deine wahre Kraft. Es ist Zeit, dass du nun zur Ruhe kommst und aus der Ruhe deine wahre Kraft schöpfst und entfaltest. Ich sage, bis ganz bald, tschüss, ihr Lieben.